Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Zum 155. Mal darf ich mir jetzt zusammen mit euch ein Bier aufmachen. Trinke aber gleich mal runter. Während du trinkst, das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil du bist aus den Folge 30 eingestiegen. Das heißt, eigentlich ist es dann die Folge 100. Da hättest du erst in 125 Folgen die Chance gehabt, den Bier aufzumachen. Ich trinke nicht nur eins pro Folge. Dann ist es wahrscheinlich schon 250. Fair. Auf alle Fälle, wie ihr schon gehört habt, der Flo ist auch wieder da. Hi Flo. Servus. Und für alle, die es noch nicht gemacht habt, verfolgt uns auf Social Media, also so von TikTok über Instagram und Facebook und Strava. Ihr könnt auch gerne irgendwelche Videos von uns remixen und dazu tanzen. Das ist total gut, zum Beispiel zum Maracuja-Song. Ihr könnt uns auch Reels schicken oder uns einfach anschreiben, weil warum auch nicht. Ihr könnt uns wahrscheinlich auch auf unseren Strava Standardrouten abpassen und uns zuwinken oder mit uns quatschen. Ihr könnt uns natürlich auf Steady und Patreon oder über PayPal beziehungsweise über Briefe und sonstigen Anlageformen Geld zukommen lassen. Also auch gerne eingeschriebene Goldbahn. Also da sind wir total flexibel. Hauptsache es ist viel wert. Ja, aber mir geht es nicht so um einen emotionalen Wert. Ich bin da eher Material Girl. Du bist definitiv ein Material Girl. Und für genug Geld tanze ich dazu auch. Material Girl, so ist es nicht. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. Und für noch mehr Geld veröffentlichen wir das, wenn der Peter dazu tanzt auf Instagram. Mhm. Also wenn ihr den Peter tanzen sehen wollt, schickt uns Geld, der Peter macht ein Video und stellt es auf Instagram. Ihr dürft euch auch das Kostüm aussuchen, das anzieht. Das kommt aus Kostüm an, das kann extra kosten. Wurscht. Soll nicht das Thema der heutigen Folge sein? Das soll nicht das Thema der heutigen Folge sein. Wir werden das trotzdem dann nicht hinausstreichen. Aber soweit zu unserem quasi Einstieg. Sind wir uns ehrlich, wir ambitionierten Hobbyläufer verlangen echt viel von unserem Körper. In einem typischen Tag trainieren wir vielleicht in der Früh, gehen dann noch in die Arbeit und am Abend haben wir noch eine Familie, für die wir da sein wollen. Das heißt, in der Früh beim Training gehen wir volle Power, in der Arbeit müssen wir uns konzentrieren, das heißt, wir müssen geistig voll da sein und auch am Abend wollen wir dann nicht durchhängen und noch voll für die Familie da sein und das Leben einfach in Vollzügen genießen. Auch jetzt, wo der Sommer ist, wo ein Wettkampf den nächsten jagt, das ganze Training über den Winter, das wir gemacht haben, muss ich auszahlen. Das heißt, um mich bei dem allen so best wie möglich zu unterstützen, habe ich einfach AG1 von Athletic Greens. Das heißt, ich stehe auf, schalte von mir aus vorher noch die Kaffeemaschine ein, einen Löffel AG1 von Athletic Greens in den Shaker, schüttel das, trinke das und ich starte wirklich optimal in den Tag. Mit seinen 75 Vitaminen und Mineralstoffen unterstützt mich AG1 einfach sehr gut dabei, dass ich all das tun kann, was ich tun will. Es gibt mir die Möglichkeit, dass ich all das leisten kann und neben Beruf und Familie auch noch ambitionierte sportliche Ziele verfolgen kann. Das heißt, es unterstützt mein Immunsystem, meinen Energiehaushalt und hilft mir einfach bei der Regeneration. Wenn auch du von den Vorteilen von Athletic Greens profitieren willst, dann geh auf www.athleticgreens.com/laufendentdecken und dann bekommst du bei einer AG1-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travelpacks zu jeder ersten Abo-Bestellung dazu. Kunden erhalten außerdem einen Willkommensbonus inklusive Aufbewahrungsdose und einen Shaker zur Monatspackung noch dazu. Und nun zurück zur Sendung. Damit wir ein bisschen Ernsthaftigkeit einbringen, also zumindest ansatzweise seriös werden, haben wir uns wieder mal jemanden eingeladen, weil zu zweit kriegen wir das nicht wirklich hin mit der Seriosität. Und das ist dieses Mal der Tom Streicher. Grüß dich. Servus, hey. Du bist Radlfahrer. Genau. Auf allen Belegen, soweit ich das mitbekommen habe. Ob Straße, ob Offroad, ob Gravel, ob Wurscht. Hauptsache, du kannst das mit dem Radl fahren. Ja, also speziell Road und Mountainbike. Gravel ja. Weniger, aber genau. Mhm. Das ist nur, wenn die Navigation versorgt oder so und du mit dem Rennradl auf einmal am Feldweg stehst. Gut. Kann passieren, ja. Wobei ich auch jetzt lernen durfte, dass es
dass bei solchen Trans-Whatsoever-Rennen zum Teil auch Offroad-Passagen dabei sind. Das habe ich jetzt da gesehen beim Christoph Strasser, richtig, der jetzt dafür den Trans-Whatsoever trainiert und sie an Streckenabschnitt angeschaut hat, den er mit dem Rennradl fährt, aber es ist halt echt eine Schotterpisten. Das ist ein bisschen weird. Aber ja, das stimmt, ja. Es ist offenbar auch nicht sein übliches Terrain. Du machst aber trotzdem auch Skitouren, also du bist vielseitiger Sportler. Genau. Und wir sind auf dich aufmerksam geworden über den Pep, der ja auch bei uns war und der letztes Jahr das erste Mal mitgefahren ist bei dem Race Around Austria. Mhm, genau. In Team, das nach dir benannt ist, weil du nicht nur Radlfahrer bist, sondern auch Organisator, Namensgeber, Sportartikelhändler, ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung? Sehr richtig. Okay. Ich glaube, so steht es im Duden, ja. Ich weiß es nicht. Was war zuerst? Sportartikelhersteller oder Händler. Sportler selbst? Also Sportartikelhändler oder Sportler selbst? Ja. Tatsächlich Sportler selbst, ja. Und okay. Wie bist du da zum Sporteln gekommen? War das so, wie das manche in der Jugend gemacht haben, dass sie gedacht haben, ich gehe immer ins Stammlokal und lasse doch viel Geld, da kann ich mich auch hinter die Bar stellen? Also ersteres mit dem Stammlokal und viel Geld dort lassen, trifft es völlig zu, ja. Und war das beim Sporteln auch so mit, ja, ich gebe immer so viel Geld in einen Sportartikelhandel aus, wenn ich aber selber Händler bin? Also ich sage das tatsächlich oft zu meinen Kunden, ich komme mir vor wie der Wirt, der selbst sein bester Gast ist. Ja. Also wenn ich Lieferungen kriege, denke ich immer wieder, ob ich nicht vielleicht doch mein doch sehr aktuelles Rennrad nicht gegen ein neues eintauschen sollte, das gar gekommen ist. Das andere genau. Wird dann verkauft als, wie nennt man das bei den Autohändlern? Diese Jahreswagen. Genau, Jahreswagen oder und dann schreibe ich dann immer dazu, Gefahren von Tom Streicher. Nein. Naja, wobei, wenn man anschaut, was ihr alles so fahrt, ist das mittlerweile schon ein Qualitätsprädikat. Ja, und außerdem, du musst es ja ausgiebig testen, weil wenn du es nicht testest, eben. Dann kannst du es ja auch nicht wirklich empfehlen, dann kannst du auch nicht wirklich Tipps geben. Das heißt, eigentlich wäre es ja fahrlässig den Kunden gegenüber, wenn du es nicht benutzt, oder? Ja, stimmt, ja. Also das ist tatsächlich eins der wichtigsten Sachen bei uns im Shop, dass jeder, auch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Produkte testet, die ich teilweise eben auch logischerweise zur Verfügung stelle oder die Industrie, damit wir wissen, was wir verkaufen oder was wir beraten. Ja. Hm. Aber zu deiner Frage vorhin, was zuerst war, wie gesagt, dass der Sport und wieder zu kommen bin, war, da müsste ich ein bisschen weiter ausholen jetzt, aber wir haben Zeit. Wir haben dabei noch Zeit, ja. Also, die Story fängt so an, ich war früher fürchterlich dick. Ich habe, ja, 30 Kilo habe ich in etwa mehr gehabt und habe mir da zum Beispiel beim Hobbyfußballspielen das erste Mal mein Kreuzband gerissen, weil ich ganz einfach, ja, zu dick war zum Fußballspielen. Und es war dann so, dass ich operiert worden bin und dann in die Physio gekommen bin und da hat der Physiotherapeut, der mittlerweile jetzt ein wirklich sehr guter Freund geworden ist, auch, gesagt zu mir, du, was die Radlfahren war eigentlich ganz in Ordnung, das passt. Und dann habe ich halt überlegt und habe gedacht, ja, könnte man taugen. Und habe mir halt dann mein erstes Mountainbike gekauft in einem Sportshop am Attersee. Und ja, ich glaube 1200 Euro, das war für mich mega viel Kohle. Ja. Ich meine, es ist nach wie vor auch noch viel Kohle. Und da habe ich gesagt, ja, aber das mache ich jetzt gescheit und fahre halt, ja. Und dann bin ich immer gefahren, so für mich, und irgendwann war dann einmal so, sind über mehr Freunde von mir und gesagt, ja, Salzkammer Trophy beispielsweise da fahren, und das war cool, und ich habe mir das am Anfang mir gedacht, ja, ich bin doch noch immer ein bisschen zu forst, wie man bei uns in Oberösterreich sagt. Kurze Zwischenfrage, ja. Salzkammergut Trophy, was kann man sich darunter vorstellen? Ist das Straßen, ist das Offroad, ist das genau. Kurz, lang, also, was ist also, das? Salzkammergut Trophy, das ist
ein Mountainbike-Marathon. Da gibt es verschiedene Strecken. Die größte Strecke oder die längste ist die A-Strecke, glaube ich, mit aktuell 210 Kilometer und wahnsinnig viel, 1000 Höhenmeter, ich glaube 7.000, 8.000 Höhenmeter geschätzt, weiß es nicht genau. Und ich bin, ursprünglich hätte ich mir die E-Strecke eben da damals vorgenommen. Und dann war es aber so, dass ich mir, nicht in der Vorbereitung, habe ich dann wieder angefangen zum Fußballspielen in der Halle, quasi als Ausgleich zum klassischen Training, und habe mir das zweite Mal das Kreuzband gerissen. Das heißt, 2018 war dann das mit der Trophy auch wieder Geschichte. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich es aber wirklich wissen, und habe dann dazumals, und den Platz habe ich Gott sei Dank immer noch, einen Trainingsplatz beim Bauer Gary in Rief gekriegt, also beim Olympiazentrum ist der, und der nimmt neben den beruflichen Profisportler, die er hat, auch 1 bis 2 Hobbysportler pro Jahr und macht eben da die Trainingspläne mit dem. Und dann haben wir gesagt, 2019 ein großes Ziel, B-Strecke, Salzkammergut-Trophy mit 120 Kilometer und was waren das? Ich glaube 4.500 Höhenmeter oder sowas. Das war schon ganz schön herausfordernd. Aber was mich da noch interessiert, wenn man sich zweimal das Kreuzband reißt, jetzt bin ich nicht der wahnsinnig erfahrene Radfahrer. Ist nicht das Knie grundsätzlich, also Achillessehne, Knie, beim Radlfahren nicht auch grundsätzlich nicht ganz unbelastet? Also gibt es, oder ist es was, wo man wirklich aufpassen muss, auch, dass man nicht ein verletztes Kreuzbandel oder so nicht da überbelastet? Also es ist, glaube ich, jeder sagt, was Probleme mit dem Laufen hast oder so. Radfahren ist eigentlich sowas, was eigentlich immer geht. Und dadurch, ich meine, ich bin jetzt kein Mediziner, nicht, aber der zweite Arzt, der mich operiert hat, ist mittlerweile auch ein guter Freund von mir, und der hat das wirklich so gut gemacht, dass das super herhält. Also ich tue wieder Skifahren, Fußball spielen habe ich, muss ich zugeben, bis seitdem gelassen. Das ist mir jetzt gefährlich. Ich riskieren, dass du nur ein drittes Mal ein Bandel reißt. Nein, mittlerweile habe ich keine körpereigenen Ersatzteile mehr. Ja, das ist Fußballspielen, ja, das ist eh. Also, das heißt, das war mit jedes Mal ein anderes Knie? Nein, immer, also zweimal dasselbe, ja. Okay. Das linke, aber das ist das, okay. Na gut, dann könntest du eh noch ein drittes Mal, wenn es das rechte, ja, war, zum Reißen da. Was ich meine. Naja, schon, aber beim ersten Mal ist er quasi das Ersatzteil aus dem linken Fuß genommen worden, vom Oberschenkel, und beim zweiten Mal vom rechten Fuß, das heißt, jetzt gibt es, glaube ich, keine mehr. Jetzt willst du genau wissen, wie jetzt da. Es ist das Ersatzteil aus dem Oberschenkel genommen worden. Ja, da wird also, eine Sehne wird dort vom Oberschenkel rausgeschnitten. Den man nicht braucht. Offensichtlich, ja. aus dem wird dann ein neues Kreuzband quasi geflochten. Okay. Gibt es da nichts aus dem 3D-Drucker? Mittlerweile schon, glaube ich. Ne? Naja, aber du bräuchtest ja nur Kinder kriegen und die groß sind, dann hast du auch noch ein externes Ersatzteillager. Okay, ja. Also ich habe Kinder, die sind noch nicht so groß. Oder zu dem Zeitpunkt. Naja, ich meine, wenn es das jetzt nochmal reißt. Also jetzt dann so, ja, mit dem rechten, ja, Knie. Ja. Das ist kein Aufruf zum Kinderkriegen als Ersatzteillager. Ich will das nur festhalten. Nein, keine Haftung dafür. Aber ich meine, man könnte es ja zumindest mal überlegen. Also ich meine, ich weiß ja nicht. Ja, gut, aber wenn das Nieren später herhalten, dann ging es vielleicht aus das auch. Okay, und dann hast du gesagt, Salzkammergut Trophy, jetzt wird es angegangen, das ist dann 19? Genau, 2019 war das, ja, genau. Ja, ja, und 2019 bin ich dann die Salzkammergut Trophy gefahren. Es hat geschüttet, ich glaube, wie 90% oder 95% von der Veranstaltung hat es immer geregnet, da hat es, glaube ich, schon geschnieben, dass sogar irgendwann einmal irgendwas abgesagt worden hat müssen, und das Ganze im Juli. Und ja, bin 5 Minuten im Zug gestanden, war waschelnass, und dann bin ich losgefahren. Und habe mir halt das Ziel gesetzt, ich möchte unter 7 Stunden fahren. Das ist sie dann halt nicht ausgegangen ganz, weil ich, ja, das Wetter ganz einfach wirklich bescheiden war, und jetzt bin ich 7 Stunden 10 oder was bin ich dann gefahren. Aber ich war grundsätzlich
für mich sehr, sehr, sehr zufrieden, weil das mein erstes Rennen war, das ich gemacht habe und mir das als, als Ziel gesetzt habe und mein Ziel erreicht habe, dass ich ganz einfach da durchkomme. Außerdem, es klingt jetzt dann nicht unambitioniert. Also 7 Stunden und ein bisschen für 120 Kilometer mit x-tausend Höhenmeter Offroad, das ist jetzt da kein gemütlicher Coffee Ride. Ist richtig, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Vom Untergrund her, ist das sehr technisch oder ist das, also ich frage jetzt da als Nicht-Salzkammer gut. Kenner und auch nicht so gut Kenner der Mountainbike-Szene jetzt. Mhm. Ja, die Salzkammergut Trophy, die verschiedenen Strecken, die haben verschiedenste Profile, von teilweise, wo es ein Stück halt direkt auf dem Asphalt fährst, bis zum sogenannten Salzberg beispielsweise, bis hin zu mega steilen Rampen, der Salzberg beispielsweise, der wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Steigung genau, aber das war richtig, richtig mühsam darauf. Bis hin zu sehr technischen Trails, also vor allem dort, wo das Wetter eben so ist, wenn alles ausgewaschen ist und der Untergrund so nass und so. Also man hat da alles dabei, ja. Okay. Wow, das klingt schon mal nicht so. Weil ich denke mir das ja immer beim, wenn es Trail läuft oder sowas und das wird irgendwann technisch, dann kannst du irgendwann die Hände nehmen oder du gehst einfach langsam, aber wenn es dann bergauf schiebst oder im schlimmsten Fall tragst du, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Aber dann bergab, ich denke mir teilweise, ist es schon mit den Stecken irgendwie mühsam und wenn du dann jetzt noch so ein Fahrrad dabei hast, also ich stelle mir das irgendwie fast noch einen Zacken schwieriger vor, teilweise, als wenn du die technischen Dinge runterlaufst. Ich glaube, dass das genauso, ich bin noch nie ein Trailrun, Lauf, also Veranstaltung gelaufen, aber ich glaube, dass das genauso so tricky ist, damit man halt schnell ist. Das Problem, glaube ich, beim Mountainbiken, wenn du das vergleichst zum klassischen Trailrunning, du kannst beim Trailrun tatsächlich ein bisschen langsamer runtergehen, was du das beim Mountainbiken tust, beim Trail dann fliegst garantiert vom Rad. Ja, für mich als Hosen, als Bergab-Hosenscheißer, ist am Rad irgendwie genauso, glaube ich, und da weiß nicht. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Wien die direkte Nase, das ist so sind 800 Meter, also Distanz und 250 Höhenmeter, also ist durchaus relativ steil und auch sehr technisch und das ist schon rauf wie runter zum Gehen oder ja, laufen kannst du ja nicht wirklich, nicht einfach und da gibt es ein relativ bekanntes Video, wo da ein Typ mit dem Mountainbike runter ist, also ich gehe rein vom Zuschauen, weiß ich schon, dass ich mir das nie im Leben trauen würde, also das ist teilweise irre, finde ich, wo sich die Leute mit dem Mountainbike runterhauen. Stimmt, ja. Ja, das ist der Gleichgewichtssinn gleich noch ganz anders, aber ich bin da auch, ich bin jetzt bergab sicher nicht geschreckt, aber für mich ist am Mountainbike gleich wie am Snowboard oder auf eigentlich auf allem Einspurigen tue ich mir ein bisschen schwerer wie beim Laufen, Skifahren oder also dieses nur auf einer Spur sein, das macht es für mich sehr, sehr schwierig. Also da kannst du sehr, sehr schwierig austarieren im Vergleich. Also da, deswegen ist das Mountainbiken für mich auch irgendwie, es geht, aber es ist sicher unangenehmer für mich wie Laufen. Aber du hast jetzt dann nicht nur Offroad-Erfahrung gesammelt, sondern du hast ja dann irgendwann in einer lauen Juni-Nacht oder einen langen November-Nacht überlegt, Kinder, es wäre total geil, wenn ich jetzt ein Team aufstelle für Race Around Austria, weil das ist ja das Erstbeste, was einem einfällt, oder? Also, wie ist hier die Origin-Story? Es war tatsächlich so, nachdem ich eben die Salzkammergut Trophy gefahren bin, hab mir dann das Team aus Frankenburg am Hausruck hat mich dort angefragt, noch, weil ich bin gebürtig aus Frankenburg und die haben halt da die Zeit eben mal gesehen von der Salzkammergut Trophy und da war ich halt schneller als jeder, der in dem Team bis dato eben auch da mitgefahren ist und dann haben sie mich gefragt, weil jemand ausgefallen ist, ob ich da Lust hätte,
das Race Around Austria mitzufahren. Ja. Und dann habe ich mir das angeschaut und denke mir, puh, es ist jetzt schon wirklich weit. Und sowas bin ich noch nicht gefahren. Dann habe ich mir das einmal überlegt und habe dann zu mir selber gesagt, cool, das war ein Ziel, das ich wirklich gern schaffen darf. Und habe dann zugesagt und habe dann meine Road Skills und meinen Trainingsplan, den mir eben der Bauer Gerre eben schreibt, so adaptiert, dass wir alles in Richtung Rennrad eben trimmen. Ne? Und was, von wie vielen Wochenstunden reden wir da? Weil ich finde ja Ultracycling eigentlich wahnsinnig faszinierend, aber den zeitlichen Aufwand, der erscheint mir immer schon recht brutal, oder? Ja, also es war am Schluss so die letzten, ich sag mal vielleicht die letzten 4 Wochen, so nicht 4 bis 5 Wochen, habe ich schon übergeschaut, dass ich zwischen 18 und 20 Stunden irgendwie am Fahrrad gesessen bin. Ja. Und ja, das ist halt neben einem Job, und da geht es ja ganz, ganz viel, ne, so ist halt das natürlich tricky, dass man das irgendwie alles unterkriegt. Ja. Da hat sehr, sehr viele Early Birds, wie wir das bei uns eben nennen, geben, wo wir um 4:30 aufgestanden sind, um 5 Uhr haben wir sie getroffen und dann sind wir rund um einen See gefahren am Attersee da bei uns. Oder längere Ausfahrten, also damit man irgendwie das unter den Hut bringt und dann in die Arbeit geht. Ja. Ja, aber das ist dann auch nicht einfach, weil dann hast du irgendwie 2-3 Stunden oder was Radl fahren, Intus, da springst du jetzt auch nicht fröhlich durch den Tag, sondern irgendwie gefühlt schleppst dich dann auch nur den ganzen Tag durch die Gegend. Also das ich habe das jetzt das letzte halbe Jahr auch so gemacht, so 5 Uhr weglaufen, damit man nach 2-3 Stunden irgendwie noch seinen Lauf runterkriegt. Das kann man auch nicht ewig machen, oder? Nein, das stimmt definitiv. Wobei, es ist, und da wird es dir wahrscheinlich ähnlich gehen, das ist, wenn man so in den Tag startet, ist der Tag ganz einfach nur mal trotzdem viel ja, aktiver irgendwie gleich. Logischerweise ist er aktiver, aber man fühlt sich da ganz einfach ein bisschen anders. Ja, ja, ich finde persönlich, der Vormittag ist dann viel geiler, weil den Vormittag, da schwebe ich dann immer so auf einer Welle, weil du hast echt schon was geschafft ich habe dann immer nur das Problem, ich breche dann am Nachmittag immer so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob es zu wenig Essen ist, zu wenig Trinken, keine Ahnung, aber am Nachmittag, da so gegen 2 oder 3, da wird es dann teilweise schon hart, mich durch den Tag zu schleppen. Das sind wahrscheinlich dann die Endorphine, die Post-Run-Endorphine, die dann aufhören zum Mittag und schlafen gehen. Ja, aber bei du hast ja vorher gesagt, das heißt, du bist selbstständig. Mhm, genau, ja. Du hast da ganz viel dann zum Radlfahren angefangen. Du hast Kinder. Mhm. Das ist jetzt da in 24 Stunden durchaus nicht einfach zu koordinieren, oder? Also muss man dann viel auslagern oder übernimmt dann die Frau viel von den Kindern, also viel Zeit, oder geht sie das irgendwie aus? Naja, das ist zwar schon ein bisschen ins Private rein. 2019 habe ich mich leider getrennt von meiner Partnerin oder von meiner Frau damals. Und jetzt ist halt dann, sage ich mal, ab 2019, das mit dem Sport unter Anführungszeichen, was jetzt mit den Kids und Beziehung betrifft, ganz einfach ein bisschen ja, einfacher gegangen, ja, dass man das unterkriegt. Ja. Und jetzt habe ich halt eine Partnerin, die halt, die ist auch total unterstützt, das Sportdasein. Ja, aber ich glaube, ganz ohne geht es eh nicht, weil wenn du einen hast, der sich da querstellt und dann kannst du das eh nicht machen, weil selbst mit Early Birds und so, es ist trotzdem einfach, man ist müde am Abend und man ist sicher nicht so, wie wenn man 2-3 Stunden länger im Bett liegt. Die Illusion braucht man sich, glaube ich, nicht hintun. Nein, definitiv. Und es ist halt, wenn dann die Kids beispielsweise an den Wochenenden oder wenn sie da halt unter der Woche bei mir sind und vor allem jetzt im Winter ist das super gegangen, haben wir sie halt am Wochenende einen Film angeschaut und ich bin halt auf der Walze gesessen oder am Smart Trainer und habe halt mein Programm runtergespult und habe mir nebenbei Zeichentrickserien angeschaut mit einer. Siehst, da hast du gleich eine Ablenkung dabei. Also es ist eine Win-Win-Situation. Super, ja. Und die Kinder sind eingeschlafen und du hast da gedacht,
eine Folge schaue ich mir noch an. Ja. Ich bin zwar eigentlich schon mit Training schon fertig, aber ach was, 25 Minuten heute noch durch. Das sagen wir bitte nicht, das bleibt unter uns. Okay. Ja, ich kenne das Problem. Der hat eh keiner zu, wir sind hier nur wir drei. Also nur dann passt. Nein, aber ich meine, Freund des Podcasts, der Jordi, der macht das ja ähnlich mit dem Radl. Der hat einen Wintergarten, der radelt und nebenbei spielen halt die Kids daneben. Also das geht ja dann eh gut, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, wo sie dann auch sich sehr selbstständig bespaßen können, dann kann man sowas schon machen. Das ist sicher ein Vorteil vom Radfahren gegenüber vom Laufen, weil gut, er hat ein Laufband, das geht auch, aber das ist schwerer jetzt irgendwo in einer Wohnung unterzubringen als vielleicht ein Smart-Trainer. Und aber beides ist, also da muss ich sagen, sind diese Laufbänder und Fahrradtrainer für zu Hause, die jetzt, vor allem die Smart-Trainer, es sind ja echt nicht mehr so wahnsinnig laut. Also ich glaube, das Lauteste an meinem Smart-Trainer, außer mir, der keucht, ist mittlerweile der neu angeschaffte Ventilator. Also der einen ins Gesicht bläst im Sommer, weil... Also dieser Smart-Trainer an sich ist, glaube ich, das leiseste Ding. Also da ist der Antrieb und der Typ, der drauf sitzt und eben der Ventilator, alles lauter wie das Ding hinten dran. Das stimmt, das ist wirklich schon toll geworden im Vergleich zu den klassischen Walzen, wie sie eben früher gegeben hat. Ja, nein, also ich hab mal kurzfristige gekauft, wie ich angefangen habe, vor 4 Jahren, glaube ich, oder so, kurz einen Wahoo-Kicker gebraucht gekauft und das war das noch Vorjahresmodell. Das hat sich angehört wie ein Staubsauger von der Lautstärke von dem Schwungrad. Und im Vergleich dann kaufst du das quasi ein Modell, das eineinhalb Jahre später ist und du denkst da, ja, ich kann nebenbei fernschauen, ohne dass ich lauter drehen muss. Also das ist schon, also das ist wirklich, wirklich gut. Das stimmt, ja. Ja, und du hast da eben dann erfolgreich 18, 20 Stunden was trainiert und hast dann beim Race Across Austria mitgemacht. Wie war das da? Wie ist da dabei gegangen? Also es war im Vergleich jetzt zum letzten Jahr, wo wir es angefahren sind, das Race Around Austria, ist man, wie soll ich das erklären, es war eine Mischung aus logischerweise körperlich erschöpft, aber vor allem mental irgendwie fertig. Also für mich war das so, ich war im Ziel und meine Freundin, die hat mir dann Sachen gefragt. Ich habe mitgekriegt, dass mein Hirn das zwar verarbeitet, aber ich habe gefühlte 5 Minuten gebraucht, bis dass ich eine Antwort rausgebracht habe. Und das war sicher über, keine Ahnung, über eine Stunde, eineinhalb Stunden ist das so dahingegangen. Das war, wie wenn man so auf einer, ja, wie auf einer anderen Wolken irgendwo ist und ganz einfach, ja, alles ein bisschen delayed mitkriegt, ja. Ja, wenn man so ein bisschen weit Fahrrad fährt, ist das vielleicht irgendwie nachvollziehbar, oder? Ja, oder also der Hut ab von den Athletinnen und Athleten, die sowas solo fahren, das ist gewaltig. Wobei, du bist eingeladen worden in ein Team, bist dann mit einem Team mitgefahren und hast quasi von denen, ich mutmaße jetzt einfach einmal ganz wüt, vorgegeben kriegt, hey, wir machen das so und so, alle N Zeiteinheiten wird gewechselt, dann schauen wir, dass wir das so und so hinkriegen und der fährt vielleicht den Berg auf, oder wir teilen uns das vorher ein, es gibt halt irgendeine Struktur, es gibt irgendeinen Teamchef, Fragezeichen, es gibt vielleicht auch Support-Crew, die mitfährt, also was halt so rund um so ein Radlrennen gibt, weil das ist ja relativ aufwendig, aber da warst du ja quasi nur unter Anführungszeichen Mitfahrer, der halt einfach dafür da war, dass er sein Radl nimmt und in die Pedale tritt. Genau, also kann man so stehen lassen, Punkt. mehr war das tatsächlich nicht. Ja. Ich bin da in eine fix etablierte Struktur reingekommen, in ein erprobtes System, was die Wechsel betrifft. Der Teamchef, der 2020 oder? Ja, 2020 mit war, der dann übrigens auch 2021 letztes Jahr bei uns ein Teamchef war, der hat das schon ein paar Mal wirklich schon öfter gemacht und das System, das hat, ja, funktioniert wirklich sehr gut. Ja. Okay. Und
was hat dich dann dazu gebracht? Ich meine, du bist dann, weiß ich nicht, wie viele Kilometer, dass du wirklich gefahren bist selber? Weil es ist ein Vierer-Team. Genau, das ist ein Vierer-Team und ja, geschätzt ist tatsächlich so, dass man es plus minus eh durch vier dividieren kann. Ja. Okay. Also, dass man in etwa seine 500 Kilometer plus minus jeder fährt. Ja. Okay. Aber du also ich frage mich dann immer, ist es komplexer als Fahrer, dass du 500 Kilometer fährst und immer deine Zeitabschnitte volle Kanne eintreten musst, dann hast du, weiß ich nicht, N Minuten Zeit wieder zum Regenerieren und du musst wieder eintreten. Oder ob es eigentlich, ich würde es nicht sagen, angenehmer, weil bei 2000 Kilometer ist angenehm wahrscheinlich das falsche Wort, aber angenehmer ist, dass du das solo machst, weil du musst, also organisatorisch muss ja solo fahren einfacher sein, weil du huckst ja auf das Radl und fährst und irgendwann bist du im Ziel. Fertig. Natürlich mit eurem logistischen Primborium rundherum, aber du musst jetzt nicht sagen, ich muss jetzt da reintreten, damit der Nächste übernehmen kann, sondern nein, der Nächste bin ich selber. Ja, also ich glaube, das hat auch der Peppis letztes Mal recht gut und bildlich dargestellt. Wenn du solo fährst, und das habe ich halt vorher auch, beispielsweise bei der Trophy und so Geschichten, wenn du für die fährst, dann kannst du jederzeit aufhören und kannst sagen, okay, ist nicht mein Tag, ich kann nicht, was auch immer, ja, sowas kann passieren. Ja. Wenn du jetzt im Team fährst, bist mitverantwortlich für die anderen drei, plus, nicht eigentlich für die anderen drei, sondern für das gesamte Team, weil wir Athleten waren gar nichts ohne unsere Betreuerinnen und Betreuer. Und ja, die Betreuer würden ganz einfach kein Race Around Austria fahren, wenn wir den Vogel nicht hätten, dass wir das machen. Ja. Und die körperliche Fitness ist sicher bei beiden ganz, ganz, also egal ob man es jetzt solo fährt oder im Viererteam, ähnlich. Ich glaube, dass die mentale Verfassung oder die mentale Stärke im Solo ganz einfach nur um ein erhebliches höher sein muss und die Crew nur mal erfahrener sein muss, damit sie durch so ein Rennen bringt. Ja. Weil man hat das sicher bei Dokus von Straps gesehen oder vom Fasching oder vom Kulewitz, dass man halt da schon ein paar Mal gerne aufhören möchte und sagt, okay, lass du bitte in Ruhe, ich will schlafen. Ich will ganz einfach nur schlafen. Ja, aber da musst du nur aufs Radl setzen und ein bisschen eintreten und dann wird es gleich besser. Ja, ganz genau, das ist genau so. Zitat, ich weiß nicht, von wem das war. Vom Straps. Also von seinem Betreuer, der genau, aufs Radl auch quasi raufgenötigt hat. Du ein bisschen Radl fahren, dann wird es gleich besser. Dann wird es gleich besser, ja. Aber meine Lieblingsgeschichte vom Straps ist, ich glaube, es war sogar bei seiner Rekordfahrt beim Race Across America, wo sie ihm nach dem sechsten Tag, glaube ich, aufs Fahrrad gesetzt. Also da wollten sie aufs Fahrrad setzen und sie haben gesagt, naja, er ist beim Radrennen und er soll weitermachen, weil er gefragt hat, wo er ist. Und er sagt, so ein Scheiß. Ich habe seit Tagen niemanden gesehen. Bei welchem Radrennen soll ich denn leicht sein? Weil er nicht glaubt hat, dass er irgendwo teilnimmt. Genau. Das habe ich genial gefunden. Das stimmt, ja. Total. Also es ist beim Viererteam, wie du gesagt hast, da fährst du deine Viertelstunde, 20 Minuten Intervalle all out fast, ja. Und hast dann wieder kurz Pause, deine 20 Minuten, und dann bist du wieder dran und so handelst du halt durch Österreich durch. Das ist ich stelle mir das einfach super schwierig vor, dass du immer, also das ist so, wie wenn du einen Staffellauf machst, einen ewigen, und immer Vollgas geben musst. Also du fährst nicht in deiner, sag jetzt einmal, Zone 2, 3 herum, so zwischen 140 und 160 Puls, und du fährst immer Schwelle. Dann hast du kurz Pause und fährst wieder und wieder und wieder. Ich stelle mir das einfach super, super anstrengend vor. Ich glaube gar nicht, dass das wirklich vergleichen kannst. Ich glaube, das ist genauso wie Stundenläufe, wo es da runterläuft. Du hast, ich glaube, dass du so mental gar nicht anders hinkriegst. Du setzt dich aufs Radl und denkst halt nur in den nächsten 20 Minuten. 20 Minuten ist etwas, was du relativ
gescheit in deinem Kopf begreifen kannst, was du irgendwie dingst und da drückst drauf und dann gehst du wieder runter und dann, und das kriegt irgendwie, also zumindest stelle ich mir so, wie das bei den Stundenrennen so ist, das kriegt irgendwie so eine Dynamik, die ganz angenehm ist. Dass das natürlich auch irgendwann zart wird, ist eh auch klar, aber ich glaube, dass so beides seine Elemente hat, ist einfach schwierig gemacht. Wenn du immer dieselbe Pace fasst in deiner Wohlfühl-Pace, dann wird es irgendwann fad, wird es immer monoton. Das hast du jetzt bei dem Wechsel vielleicht nicht so, dafür hast du halt da ein bisschen mehr die Härte, die du irgendwann einmal spürst. Aber du hast jetzt also die Salzkammer Good Trophy, erfolgreich gefinisht LAN. Dann habt ihr erfolgreich gefinisht zu viert das Race Around Austria. Hast du mal eingeschnuppert. Und dann, wie bist du dann von ich fahr mit zu, naja, dann mache ich halt mein eigenes Team kommen. Weil das ist ja doch schon einmal eine ganz andere Liga an Organisation, oder? Ja, das stimmt. Das ist schon erheblich mehr. Ja, es war tatsächlich so, dass das Team von Frankenburg, und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, echt Hut ab, die Jungs, die mit mir da gefahren sind, die drei, die waren alle über 50 Jahre und ich war da der Jungspund quasi und wir sind da 2020 sind wir Dritter geworden und gleichzeitig, da war ich mal Staatsmeisterschaft, sind wir Dritter in der Staatsmeisterschaft geworden und das ist für mich unglaublich, also dass man auch sage ich mal, im höheres Alter ist vielleicht ein bisschen frech gesagt, aber im 50 plus ganz einfach solche Leistungen machen kann, ist gewaltig. Das kannst du ruhig sagen, das waren quasi alte Kreise, die kaum noch gehen haben können, aber am Fahrrad haben sie irgendwie was vorgebracht. Wahrscheinlich auch nur wegen die Cleats, weil da haben sie nicht, nicht auskönnen. Wir sind ganz ehrlich im Podcast. Ja, okay, nein. Das sind wirklich ganz super fitte Jungs und sie haben mir aber dann gesagt, so jetzt sind teilweise Athleten dabei gewesen, die weiß nicht, 4, 5 Mal schon als Viererteam gefahren sind und gesagt haben, so aus, mir reicht, ich verbrenne meine Fahrradl jetzt, ich will nicht mehr, das ist mir zu stressig. Dann habe ich gesagt, puh, ja, aber irgendwie, ich möchte schon gern. Ich habe da ein Blut geleckt und habe mir gedacht, das war doch cool, ich glaube, schau, dass du noch ein bisschen mehr gegangen. Und dann habe ich gesagt, passt. Dann schaue ich, ob ich mein eigenes Team eben auf die Füße stellen kann. Und ja, das war so der erste Gedanke. Dann ist in erster Linie einmal darum gegangen, okay, jetzt brauche ich mal auch jemanden, der mit mir diesen Wahnsinn macht. Weil da gibt es ja jetzt, sage ich mal, in Österreich auch nicht gleich jeden, den du um die Ecke fragen kannst und sagen, okay, er fährt mit. Was sucht man als erstes? Sucht man als erstes jemanden, der man bei der Organisation hilft? Oder sucht man zuerst jemanden, der in die Pedale tritt? Weil, wenn ich jetzt ein Formel-1-Team gründen würde, wären die Fahrer ja das Letzte, das ich suche. Weil irgendwelche Yoshis, die halt ein bisschen in eine Pedale treten können, ja, da logge ich mich halt auf Zwift ein und frage einmal durch die Bank, wird sich schon wer finden. Aber du hast total recht, das stimmt, aber, ja. Aber das außen herum ist ja das Undankbarste. Es ist das Undankbarste, aber für mich war ganz einfach wichtig, ein homogenes Team auf die Füße zu stellen, wo man halt auch in Ausnahmesituationen, und das war halt doch, da hat man auch nicht so hundertprozentig gewusst, wie verhalten sich die Personen, wann schlafen zukommen, wann irgendwas nicht so läuft und so weiter. Da war für mich ganz einfach wichtig, dass sie wir Radfahrer, wo halt dann auch die Organisation ein bisschen aufgeteilt worden ist, wer was macht, dass sie wir verstehen. Ne? Das ist mal wichtig. Und dann haben sie wir ganz einfach dann auch das Team zusammengestellt, ja? Das zu einem Teil auch aus dem Team Frankenburg eben fast 2020 immer bestanden ist. Ja, aber genau. Du hast ja gesagt, der Teamchef ist ja derselbe geblieben. Der Teamchef ist derselbe geblieben und es sind auch zwei Fahrer, also zwei Athleten aus 2020 mitgefahren als Betreuer. Das ist natürlich auch Goldes wert, wenn du Leute mit hast, die das schon mal gefahren sind und wissen, worauf das ankommt. Und aber, im Westen sage ich mal die Greenhorns. Aber auch komplett Personen, für denen das komplett das Neuland war, so Ultracycling-Geschichten.
wo wir aber gewusst haben, wenn wir den damit beauftragen, dann gibt er 110% dafür und haut sich voll rein. Und das ist voll aufgegangen dann. Ja. Und natürlich haben wir mit den Fahrern oder mit den Athleten ganz einfach, wie mit dem Team logischerweise, aber ein wahnsinniges Glück gehabt. Also der Pep, der für mich eine Maschine ist, oder der Hubert Peter oder der Zechleitner Dominik, der letztes Jahr eben auch mitgefahren ist, das sind auch echte Geräte. Ja. Und da macht es halt Spaß, weil man es jetzt selber abpusht. Ja. Jetzt habe ich eine ganz dämliche Frage. Was macht so ein Teamchef eigentlich? Also ich meine, ich bin auch ein Greenhorn. Erklär das mal für die Laien, was da so ein Teamchef eigentlich macht, bitte. Also der Teamchef, das ist natürlich bei jedem Team wahrscheinlich anders. Aber in erster Linie geht es darum, man braucht jemanden, der ab dem Zeitpunkt, wo man jetzt zum Beispiel in dem Fall in St. Georgen, wo wir starten im Attergau, Entscheidungen trifft und der Chef ist. Da darf die Entscheidung nur in äußersten Notfällen wirklich bei uns Radfahrer liegen, sondern da muss man auch der Teamchef entscheiden, so machen wir das und da fährt der Zug drüber, da gibt's kein, wir machen das vielleicht anders, sondern das ist die Entscheidung und so ist es umzusetzen, weil eben wie ich vorher gesagt habe, so Sachen Schlafentzug und so weiter können ganz schnell, wenn das vielleicht irgendwie zu Diskussionen kommt, eine miese Stimmung im Team herbeiführen. Und das ist das Allerletzte, was man haben möchte. Weil man, ja, das übertragt sich auf die Fahrer. Und ja, wenn die Fahrer dann auch merken, hey, da kriselt es im Team, dann fährt man halt weit nicht so frei, wie wenn es halt super funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt jemanden hat, der halt auch, ich sag, nicht das Durchsetzungsvermögen, sondern mehr die Autorität genießt dann von der gesamten Crew und sagt, okay, unser Ziel ist X, wir erreichen das Ziel nur, wenn wir das und das machen und wir vertrauen dem Teamchef. Ja. Ist der Teamchef auch dafür zuständig, wer wann wo auf, absteigt, was er isst, wie sich Renntaktik ändert, oder sind das dann wieder spezielle andere Personen, jetzt davon von Diätologen, Physiotherapeuten, weiß ich nicht, anderen Menschen? Also so wie es bis zum Beispiel letztes Jahr war, wir waren ja bedeutend schneller, als was wir sie eigentlich gedacht haben, ja. Da ist ja die Renntaktik dann in die Pausen, wo das andere Team Pause eben hat, wo wir ein bisschen auch besprochen waren kurz mit dem Teamchef, wie gehen wir es an, weil wir halt nicht damit gerechnet haben, dass wir um so viel schneller sind. Und jetzt haben wir halt dann ganz einfach aus logistischer Sicht, dass man quasi das jeweilige Team, das gerade jetzt Regeneration hat, die paar Stunden, zu dem nächsten Wechselpunkt transportiert. Das war eigentlich die Herausforderung, weil wir halt ganz einfach viel zu schnell waren für den Plan, den wir sie gemacht hätten. Ja. Und aber was jetzt die Wechseln, die klassischen, die werden alle im Vorfeld, weil man die Strecken auch nur mal genau detailliert durchgeht und da gibt es ganz genaue Punkte, wo man wechselt, wo es aus unserer Sicht am besten ist. Und was man könnte natürlich auf die Spitze treiben und könnte sagen, irgendein Diätologe oder der dann auch sagt, was du zum Essen hast. Das machen wir offen gestanden nicht. Da muss jeder Athlet muss schauen, was für ihn am besten ist. Und so muss er sich ganz einfach ernähren, weil was für mich passt, ist, kann für einen Peter zum Beispiel, für einen Huber Peter, ja, ganz und gar nicht gehen. Genau. Ja, das ist schon klar. Oder unterscheidet sich das noch einmal, wenn du sagst, du hast immer diese 20 Minuten Sprints quasi, dass du dazwischen dann wirklich einmal Pause hast auch und dann runterkommen kannst, auch feste Nahrung zu dir nehmen oder was auch immer. Genau. Im Gegensatz zu, wenn du jetzt ein Solo-Fahrer bist, gleich wie beim Laufen, dass du sagst, okay, ich muss das gut planen, weil ich habe halt nie die Pause, dass ich runterkomme. Also definitiv. Das ist auch bei längeren Radmarathons, wo du Solo fährst, auch schon entscheidend, dass du dein Plan machst, wie viel Kalorien musst du zu dir nehmen in der Stunde,
damit du deine Akkus nicht komplett auslastest. Und das ist sicher der große Unterschied zum Solo, wie du richtig sagst. Ja. Mhm. Und ihr seid da ja super, super erfolgreich gewesen. Also ihr wart hinter einem Profi-Team, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm, genau. Wart Zweiter, was jetzt da quasi die ersten normalen. wenn man das in dieser Liga überhaupt sagen kann. Also wenn es da ein Normal gibt bei irgendeinem Starter. Das stimmt, ne? Man muss ja einen gewaltig an der Waffel haben, glaube ich, dass man sowas macht. Aber es ist genial, ja. Und es ist letztes Jahr ganz einfach, es hat alles passt, es haben die Bedingungen passt. Es war das Team unglaublich gut. Da stößt man heute nur über die ganze Zeit auf einmal ganz einfach so gefreut drüber, dass das so perfekt funktioniert hat, dass jeder seine eigenen Interessen zurückgestellt hat und nur das Ziel vor Augen gehabt hat, schnellstmöglich rund um Österreich zu fahren. Und mit unermüdlichem Einsatz, und das ist wirklich schön, ja, dass es so gelungen ist. Und natürlich die Zeit, ich glaube, das war die fünftschnellste Zeit im Viererteam, die jemals gefahren ist, seit dem Race Run gibt. Und da waren wir teilweise auch schneller als Profiteams, die dabei waren. Ja, das hätte man niemals gedacht. Also eben, wie wir eingangs erwähnt haben mit meiner Story, dass ich mal 30 Kilo mehr gehabt habe, das hätte man nie gedacht, dass ich beispielsweise irgendwann einmal eine Staatsmeisterschaftsmedaille umgehängt kriege. Naja, bergab hilft das ja. Richtig. Nur kurze Anekdote am Rande. Das erste Mal, wie ich das Race Run gefahren bin, bin ich an Glockner runtergefahren und habe mir gedacht, ja, boah, cool, jetzt fahre ich richtig gescheit runter und 95, vielleicht schaffe ich einen 100er. Bis ich mir dann bei der dritten Kehre draufgekommen bin, du weißt aber schon, was passiert, wenn jetzt die Bremsen zu heiß werden, oder? Dass das dann nicht mehr so funktioniert. Worauf ich dann ein bisschen langsamer geworden bin. Ja, ja, ist das ein tatsächliches Problem? Also fährt ihr bei solchen Sachen, das ist eine Detailfrage, aber fährt ihr bei solchen Sachen nachher mit Scheibenbremsen? Ja, also die Diskussion, das gehört mir also beim Strapser, weil der ist ein totaler Verfechter von Rimbrakes, ja. Und das ist in der letzten Folge war es gerade wieder, weil beim Race Across the Alps haben wieder zwei Sieger keine Felgenbremsen und keine Scheibenbremsen, da hat er wieder gejubelt. Also es ist definitiv, ich glaube, es steht außer Diskussion, es sind halt die paar Gramm, die du weniger auf den Berg aufschleppen musst. Die paar Gramm, ist wahrscheinlich gescheiter, jetzt aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt abnehme, dann passt es auch wieder. Ich habe ganz einfach den großen Vorteil bei Scheibenbremsen, wenn ich stehen will, dann stehe ich. Egal, ob es nass ist, wie steil das ist, aber da stehe ich. Und ich habe halt beim 2020, da sind wir in einem richtig ganz wilden Sturm. Also ich bin normalerweise hätte ich fast aufgehört und gesagt, jetzt warten wir mal, bis der Sturm vorbei ist. Da hat es links und rechts, da hat der Blitz eingeschlagen und wir sind, glaube ich, durchs Burgenland, waren wir nicht Österreich zusammen gefahren. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich war fast auf den Kreisverkehr raufgefahren. Ist das jetzt positiv oder negativ im Burgenland? Das mit dem Kreisverkehr oder das nein, mit dem Regen? Nein, dass du nichts gesehen hast. Also, nein, es ist tatsächlich, es ist negativ, sehr schade, ja. Das traust du dich jetzt auch noch nicht sagen, weil es weiß, dass wir vielleicht auch nicht nur unter uns sind. Aber das Leitergebirge Ultras gibt es da in der Gegend. Vielleicht starte ich nur mal im Neusiedlersee-Marathon, nicht, dass ich dann irgendwann einmal ein Stecken in die Sporen kriege. Wir alle wissen, bis auf das wunderschöne Leitergebirge, das schönste Gebirge Österreichs, kannst du das Burgenland eigentlich schmeißen. Ja. okay. Genau. Und da war es eben so, dass man mit Felgenbremsen war ich unterwegs am Auflieger und ich hätte das fast nicht mehr da bremst, ja, weil es ganz einfach so nass war. Und mit Scheibenbremsen weiß ich, dass ich da problemlos durchgekommen war. Ja. Okay. Also du bist gerade bergab, weil du gesagt hast, dass das überhitzt oder so. Mhm. Also Scheibenbremsen überhitzen ist jetzt auch ein Glockner runter, was ja so quasi das Ultimo ist. Passiert oder geht?
Ich glaube, dass wahrscheinlich geht es eh. Vielleicht bin ich ein bisschen zu viel Schisser und habe zu viel nachgedacht, ja, was sein kann, weil man liest oder von LKWs, wo das passiert, und die haben ein bisschen größere Bremsen als ich beim Scheibenbremserl. Bei Autos kann das auch passieren. Ja, ja, aber du hast vielleicht 30 Kilo mehr gehabt. Wenn ich jetzt auf einen LKW denke, der hat vielleicht dann noch ein, zwei Kilo mehr. Ja, und beim Race Across Austria hast du die 30 Kilo nicht mehr drauf gehabt. Also, die waren ja dann schon wieder weg. Also, eure Empfehlung wäre dann Rim Brakes und kannst einfach gar nicht mehr bremsen. Wer bremst, verliert. Wer bremst, verliert. Ja, wer später bremst, ist länger schnell. Richtig. Genau. Am besten einfach an Lederkombi anziehen. Dann kannst du weiter in die Kurven legen. Knie oben und Gatscher. So ist es. Und es ist auch klar, dass wir nur so deppert reden können, weil wir da nicht runterfahren. Wir würden da wahrscheinlich nicht ansatzweise, wir würden dann 20er runterfahren, wenn wir uns das Hosel machen. Zumindest ich. Ich würde wahrscheinlich schauen, ob man es nicht gerade oben laufen kann. Und da bin ich wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich, wenn ich oben laufe, schneller, wie wenn ich oben fahre. Das ist ziemlich sicher sogar. Eben. Aber das ist ja auch mein größtes Problem an diesen ganzen Fahrgeschichten. So gerne ich das einmal reinschnuppern würde in die Welt. Aber und es gibt ja auch, weil es jetzt auch beim Straps im Podcast war, es gibt ja auch das Race Across Niederösterreich. Und das sind ja alles, ich finde das ja alles wahnsinnig faszinierend, weil ich Ausdauersport einfach wahnsinnig faszinierend finde. Aber dann musst du selbst beim Race Across Niederösterreich über den Semmering drunter. Und ich bin schon vor Jahren mal über die Sophienalpe in Wien runtergefahren und haben mir halber in die Hosen gemacht, wie ich da runter. Wie soll ich da einen ganzen Semmering runterfahren? Das geht mir in meinen Kopf nicht rein. Ja, also ich muss sagen, ich finde Radlfahren interessant und spannend, aber es ist halt, wenn du mehr als in die Arbeit fahren willst und haben, es ist halt echt schnell auch richtig ressourcenintensiv. Also Zeit, Geld, da ist Radlfahren echt nicht ohne. Da kannst du gleich golfen gehen, wenn du da ein gescheites Radl kaufst. Ja, ich meine, das stimmt schon. Es ist ja, wie du sagst, ressourcenintensiv. Und ich bin ja vor ein paar Jahren ein paar Mal gelaufen auch. Und jetzt ist halt noch hin und wieder im Trainingsplan drinnen. Du riechst halt natürlich mehr aus, wenn ich jetzt eine Stunde laufen gehe im Vergleich, dass ich, weiß nicht, drei Stunden mit dem Radl herumfahre. Ja. Das ist klar. Ein kleiner Tipp natürlich, wenn einem Radlfahren zu teuer ist, gründet ein Geschäft, dann könnt ihr es testen und müsst immer so viel Geld ausgeben. Ja. Profi-Tipps holt euch bitte hier beim Tom. Der hat ein Geschäft, dann kann er einfach günstiger Radl fahren. Sicher, und die werden damit dann wirklich günstiger als Testräder verkauft dann in der Folgesaison. Ja, ich melde mich schon mal an. Ja. aber das heißt, du hast da einen Teamchef gesucht, du hast da einen Mitstreiter gesucht, ihr seid dann gemeinsam gefahren, habt dieselbe Taktik so jetzt nicht, aber quasi die bewährte Taktik auch durchzogen. Mhm. Hilft dann das auch als Händler? Also, ich war eine ganz lange Zeit ja im Marketing, international unterwegs, und als Marketing-Mensch würde ich definitiv sagen, ja. Also das war jetzt, dieses Sportstreicher-Racing-Team hat mir in dem, was ich mit meinem Shop eben erreichen wollte oder nach wie vor noch besser werden möchte, hat es aber schon gewaltig geholfen. Es ist etwas anders, wenn du jetzt in ein Sportgeschäft gehst und du weißt, da ist jemand drinnen, der sich selbst damit beschäftigt und selbst Rennen fährt und in dem Fall auch so Ultra-Sachen fährt, als du gehst jetzt zu einer Kette, wo beispielsweise jetzt nicht so die Beratung ist und wo ja, der oder diejenige vielleicht überhaupt keine Ahnung hat vom Radlfahren. Ja, also ich würde es jetzt da vergleichen, wenn ich es vom Sport wegnehme, damit ich jetzt dann nicht irgendwen bevorzuge oder benachteilige, ist, wenn ich eine gute Beratung haben will, gehe ich eher zur Klangfarbe in Wien, weil da weiß ich, jeder, der dort irgendwas verkauft, hat irgendwas mit Musik zu tun. Ob professionell oder sonst irgendwie, oder halt amateurhaft nebenher, aber hat eine Band oder was auch immer, oder ist selber Soundtechniker. Und wenn ich halt zum, weiß ich nicht, Mediamarkt gehe, zu einer Kette, die halt auch
Instrumente oder Anlagen verkaufen. Das sind halt Verkäufer, die jetzt aber keine Musiker sind. Und das ist wahrscheinlich beim Sportfachhandel ähnlich. Definitiv. Also für mich ist ganz einfach absolut wichtig gewesen, oder einer der Hauptgründe, warum ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe in dem Bereich, dass für mich ganz einfach, es hat viele Sportgeschäfte gegeben, die halt ganz einfach ja, Sport im Speziellen im Radbereich ja, verkauft haben. Aber wenn es ein bisschen spezieller geworden ist, dann haben wir immer, also die ganze Crowd, die so um mich ist, haben wir irgendwo außerhalb vom Bezirk immer fahren müssen. Und das ist irgendwie, haben wir gedacht, das kann es auch nicht sein. Und das war mitunter einer der Hauptgründe, wo ich gesagt habe, ja, das mache ich und das will ich machen. Und möchte mein Know-how oder meine Erfahrung, die ich machen habe, können in meine Renneinsätze, wenn man so möchte, ganz einfach weitergeben, damit meine Kunden schneller werden, besser werden, besseres Equipment haben und so weiter. Ja. Naja, man jetzt sind der Flo und ich, glaube ich, durchaus ambitionierte Amateure. Mhm. Und laufen auch weiter als üblicherweise jemand, der sagt, oh, ich gehe jetzt zum Business Run oder keine Ahnung. Ich laufe auch zweimal im Monat. Mhm. Aber die Hauptzielgruppe von so einem Sporthandel ist ja normalerweise eben die 5 Kilometer alle 2 Wochen. Menschheit, weil so viel Wahnsinnige gibt es ja dann auch wieder nicht. Die schmeißen zwar mehr Geld raus, aber die wissen auch oft genauer, was sie wollen. Ich glaube, dass der Mehrwert für die meisten Menschen, wenn sie in einen Fachhandel gehen, ist, sie kaufen nicht unnötigen Scheiß. Weil du kannst ihnen sicher, wenn irgendwer sagt, ja, nein, ich fahre auch zweimal die Woche ins Büro, 20 Kilometer flach, dann kannst du sagen, hey, hier, tolles Fahrrad, nur 8000 Euro, Duris, DI2-Schaltung, toll, und die Aerodynamik, tippitoppi, hat der Strasser auch, kostet, wie gesagt, hoch vierstellig, geht aber. Also bis jetzt zumindest habe ich im Fachhandel, also im guten Fachhandel, die Erfahrung gemacht, dass der gesagt hat, also das ist das, was du willst, das ist das, was du brauchst. Ich verkaufe da schon auch das andere, aber ganz ehrlich, du brauchst das. Und bitte kauf da nicht das ganz billige Zeug, weil dann bist du in 4 Wochen wieder da. Ich verkaufe da das auch, wenn man es hat überhaupt, aber eigentlich, ganz ehrlich, es ist halt echt ein Scheiß. Voll. Also ich beschäftige mich natürlich sehr, sehr viel mit Rad, aber ich hab in die Bereiche Bikerunning, Ski und Skitouring eben spezialisiert und sehe das auch ganz oft beim Laufen. Ja. Der klassische Läufer, der zweimal in der Woche laufen geht, ja. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, ist wo die Carbon-Schuhe so der Hype sind, ja. Den brauche ich bei Carbon, geil und so weiter. Und dann sage ich echt, das ist nicht das, was den laufst nicht. Also das weiß ich. Da kommt wieder meine Erfahrung. Schau mich an, ich tue jetzt zwar viel Rad fahren, aber auch nicht laufen. Und ich laufe auch nicht mit einem Carbon-Schuh, weil ich weiß, dass ich mir, das geht sich nicht aus. Ja, aber vielleicht, wenn du einen Carbon-Schuh laufen darfst, dann darfst du vielleicht auch Ultras laufen. Weißt du das? Funny Story, ich habe zumindest die Carbon schon mal ausprobiert und erstens, es läuft sie echt komisch und Faustregel von jemandem, der eben auch in einem Sportfachhandel war, den ich als solches bezeichnen würde, der gesagt hat, also alles über einen Viererschnitt, vergiss es. Wenn du einen Viererschnitt oder drunter laufen kannst, dann kannst du langsam darüber nachdenken, ob das vielleicht das wert ist. Aber normalerweise musst du noch schneller sein. Nein, darum, es ist aber, wie du richtig sagst, wir sind keine Verkäufer nicht. Wir sind Personen, die mit ihrem Know-how und mit ihrer Erfahrung das gemacht haben. Ich sage aber zu meinen Leuten, wir verkaufen keine Ski nicht,
wir verkaufen im Wald perfekte Momente irgendwo am Berg oben. Weil nobody cares, ob der Ski da jetzt geil zum Aufige ist mit Tourenski, sondern warum geht man auf? Vielleicht auch, weil man schnell oben sein möchte, natürlich, aber vor allem auch, weil man halt oben eine geile Aussicht hat und dann den Powder genießt, wenn man runterfährt. Natürlich muss das funktionieren, aber in erster Linie denkt man nicht dran, was man da jetzt unter dem Skischuh hat, sondern da sind wir die Momente, sage ich, mitverkaufen. Ja. Ja. Es ist schwierig, du siehst einfach überall, du siehst das beim Train genauso, dass dann siehst den Typen, der mit dir läuft und hat halt von oben bis unten Salomon eingekleidet, weil dann Kilian halt mit denselben Schuhen und dem Ding halt da den Berg runterspringen sieht. Und ja, ich denke mal, manchmal denke ich mal, wenn sich die Leute ausgeben wollen, dann sollen es halt. Das ist halt zumindest das Schöne am Laufsport. Die Schuhe machen dich jetzt nicht so viel schneller. Beim Fahrradfahren ist vielleicht ein bisschen anders, dann wirst du schon ein bisschen schneller, wenn es dann, aber die Frage ist auch da, wie gesagt, ob sie das wirklich dann rechnet. Naja, aber da muss ich ja sagen, finde ich das Credo von einem gemeinsamen Freund vom Flo und von mir ganz, ganz lustig, der gesagt hat, er hat eigentlich keinen Bock, zu viel Geld auszugeben, weil er ist draufgekommen, wenn er mit einem schlechten Equipment auch gut ist, dann weiß er, dass er mit einem guten Equipment gleich noch einmal besser wäre. Das heißt, wenn er gleich gut mitfährt mit den Leuten, die einfach das Vierfache ausgeben, dann denkt er sich, ja gut, wir sind jetzt zwar gleich schnell im Ziel, aber ich weiß, ich bin besser. Das stimmt, ja. Finde ich als Ansatz eigentlich ganz, ganz geil. Beim Laufen muss ich auch immer sagen, es ist halt, Laufschuhe ist für mich so wie Radlfitting. Weil wurscht, ob der Schuh teuer oder billig ist. Und wurscht, ob das Radl teuer oder billig ist. Es muss halt zu dir passen. Du kannst auch mit einem 8000 Euro Radl nicht gut fahren, weil es einfach zu groß, zu klein oder sonst irgendwie komisch zu dir und deinen Körpermaßen ist. Ja, definitiv. Ihr macht das, glaube ich, auch relativ professionell. Ist dann wirklich, also seid ihr ein Sportgeschäft, das auf Rad spezialisiert ist? So könnte man das sagen, ja. Also für mich war ganz einfach wichtig, dass ich jede Sportart, die ich anbiete, ganz einfach gewisse Tools habe, die das Internet ganz einfach niemals bieten kann, wo ich mir ganz einfach abheben kann und wo ich den Kunden einen Mehrwert geben kann, dass er wirklich sagt, okay, der Schuh kostet jetzt vielleicht um 20 Euro mehr wie im Netz, aber das ist mir wert, dass es ausgibt, weil da kriege ich die Beratung, da weiß ich, der Schuh, der passt hundertprozentig oder das Radl, das wird halt auf mich noch perfekt eingestellt, ja, wenn ich das haben möchte. Und bei uns wird zum Beispiel jeder Kunde, jede Kundin, die einer kommt, die wird bei uns automatisch einmal vermessen, wird ein Scan gemacht mit einem elektronischen Podoskop und dann wird einmal geschaut, womit hat man es überhaupt zu tun, ja, bevor man dann wildwest irgendeinen Schuh auszaubert, ja, und natürlich in Abstimmung, was die Bedürfnisse sind. Ja, so habe ich es jetzt da, also auch wenn man sie durch euren Shop und so weiter durchklickt, ihr habt halt keinen Chance. Soweit ich das beobachtet habe. Ich habe auch gesehen, dass ihr Marken habt, die jetzt da nicht so üblich sind. Also wir haben jetzt beide, der Flo und ihr, auch eine Laufhose mit der super geilen Laufunterhose des Jahres. Die lobe ich jetzt nicht, weil sie mir zur Verfügung gestellt worden ist, sondern die ist halt einfach echt, echt geil. Es ist tatsächlich, ja. Also diese T8 Laufunterhosen, Kinder, gönnt euch die. Die kostet dann, ich glaube, 20, 25 Euro, aber die ist richtig geil. Voll, ja, das stimmt. Also ihr habt auch solche Sachen, die jetzt da, ich glaube mal, im Fachhandel gar nicht so üblich sind. Das heißt, ihr beschäftigt euch schon auch mit wo kriegt man für die Sportarten, die wir anbieten, das coole Zeug her. Ganz genau. Also das war jetzt ein Beispiel eben aus dem Laufen, aber vor allem im Bike wiederum, die beschäftigt mich da sehr viel mit Sachen, mit Kettenwachsen beispielsweise, was man da, wo ich mit Markus Baranski im Austausch war oder bin, oder mit Dry Fluids, mit ja, speziellen Lagern und so weiter, damit man halt wirklich das bisschen ganz einfach nur mal mehr rausholen kann. Und
Das ist mir ganz einfach wichtig. Erstmal, weil es mir Spaß macht, wenn ich Leute irgendwie da unterstützen kann beim Erreichen einer Ziele. Darum, Spoiler, auch unser Hashtag erreiche deine Ziele, ja. Das macht ganz einfach Spaß, wenn du dann siehst, dass das wirklich mit deiner Unterstützung die ambitionierten Sportler erfolgreich sind. Ja. Ambitionierten Sportler und erfolgreich. Ihr seid ja auch dieses Jahr wieder ambitioniert und wollt erfolgreich sein, auch wieder beim Race Around Austria. Mhm. Mit neuem Teamchef, wie wir im Vorgespräch erfahren durften, weil der beschäftigt werden muss. So ist es, ja. Also es ist tatsächlich der Pep aus einer Folge, ich weiß nicht, vor zwei Folgen oder was das war, der ist unser Teamchef, der ursprünglich als Athlet eben mitgefahren wäre, weil es ihn leider gesundheitlich richtig anpackt hat. Und der ursprüngliche Teamchef auch sehr selbstlos agiert hat und zu mir gekommen ist und hat gesagt, hey Tom, ich mache echt den Teamchef sehr gern und das war richtig geil, aber ich glaube ganz einfach, dass es noch besser wäre, wenn der Pep das macht, weil der hat die Erfahrung, der ist mitgefahren als Betreuer und ja, so hat sich das ergeben. Okay, das heißt, ihr habt jetzt müssen jemanden nachrekrutieren und der Pep ist quasi zum Teamchef quasi aufgeschwungen worden und ihr startet jetzt da in bald, oder? Also in 5 Wochen. 5 Wochen. Ja. Geht das los? Let me look. Ich glaube, dass der... Was ist das? Das ist der 10. August, genau. Am 10. August starten wir abends. Und der Plan ist, möglichst schnell und unfallfrei wieder zurück zu sein. Ja. Da vertrauen wir mal voll und ganz drauf. Geht es das? Wollt ihr einfach die Leistung wiederholen? Oder wollt ihr jetzt dann, sagt na, da, wir haben letztes Mal schon analysiert, da muss jetzt noch was gehen? Also, es ist tatsächlich so, dass das die Bedingungen letztes Jahr unglaublich gut waren. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, ob es möglich ist, die Zeit zu unterbieten vom letzten Jahr oder nicht. Es wird vielleicht nur das eine oder andere, ist sicher nur ein bisschen was drinnen, denkt man sich. Und es hat auch vor kurzem einmal ein kurzes Team-internes Meeting gehabt, wo man halt auch ganz einfach an unserem neuen Fahrer einmal willkommen geheißen haben. Übrigens, der Robert Taferner ist es. AKA Nasenbohrer, wie man bei uns in Österreich sagt, der hat sich für Hawaii qualifiziert, glaube ich, beim Triathlon Ironman mit 9 Stunden 16 oder sowas. Also, der ist auch sehr, sehr fit. Und wieso habt ihr... Jetzt, da war es ja echt gut, das Team im Radl fahren. Aber warum zum Henker habt ihr jetzt einen Triathleten mit dazu genommen? Wollt ihr ihm entwöhnen? Nein, also es ist tatsächlich, der Huber Petter ist auch Triathlet, der auch sehr, sehr erfolgreich ist heuer. Und ja, so hat sich das eigentlich ergeben. Eieieiei, ja. Für die Schlechtwetterfront, die Schwimmer. Genau. Wenn es regnet wie im Burgenland, ziehen wir einen Neo an und dann soll er schwimmen, genau. Vielleicht ist das die Taktik, wenn man zu feig ist, bergab, wenn man zu langsam ist, bergab zu laufen, zu feig ist, bergab im Rad zu fahren, dann muss man bergab schwimmen. Ah, ja, ganz gefinkelt. So wie es okay. Ist. Ja, ja genau. Wie groß seid ihr? Nicht Körpergröße, sondern wie groß ist das ganze Team? Also wir haben 4 Fahrer, wir haben einen Teamchef. Mhm. Und dann kommen ja noch dazu Fahrer, dann hast du sicher einen Masseur. Ich glaube, dass wir das ganze Team 16 Personen, glaube ich, sind. Das heißt, 2 Fahrzeuge. 3. Eigentlich 3. Es ist ein Pacecar, das ja. Immer hinter dem Radlfahrer fährt. Ein Wohnmobil, wo quasi der Transfer der Teams stattfindet, wo wir eben auch hier eine Regenerationsphase eben haben. Und ein Nachtauto, damit man eben in der Nacht ist es so, dass der Radfahrer den Lichtkegel niemals verlassen darf vom Pacecar und damit man trotzdem wechseln kann,
ist ein Nachtauto quasi auch noch mit dabei, das quasi nur in der Nacht zum Wechseln da ist. Der den einen Fahrer von dem Team zum nächsten Wechselpunkt bringt und dann fährt man eben so durch die Nacht. Okay, jetzt, es ist jedes Mal, wenn ich es wieder höre, das ist schon echt aufwendig. Ja, tatsächlich. Also es ist, ja, eben wie wir gesagt haben, vorher Sponsorensuche und so weiter, ohne die das auch nicht funktionieren wird. Bis hin zu dem ganzen organisatorischen und der Man-Girl-Power, die halt auch dahinter steckt, weil da muss sich halt auch wer frei und Urlaub nehmen dafür. Ja, ja, und wie schwierig ist es denn da dann auch wirklich Menschen zu finden, die sagen, hey, ich unterstütze das, ich gehe als Sponsor mit, also dass du Freiwillige findest, ist schon mal schwierig, aber dass du noch nur jemanden findest, der sagt, naja, ich bin jetzt zwar kein Freiwilliger, aber hallo, take my money. Das ist, glaube ich, auch nicht so leicht, weil das ist sicher aufwendig, also auch finanziell aufwendig. Ja, natürlich, also da, also budgetär bis man in etwa bei ja, 10.000 Euro, was das Ganze kosten wird. Und da ist es halt auch wichtig, dass man eben gute Sponsoren eben hat. Und es ist, wir haben das Glück, dass wir zum Beispiel heuer wieder große Sponsoren dabei haben, die uns da unterstützen. Ja, wie ein bekannter Sporthandelsverband in Österreich, und es ist nicht die blau-rote Marke, sondern eine blau-schwarze. Und dann ein sehr namhafter Hersteller von Sportelektronik unterstützt uns eben auch. Und da haben wir halt wirklich schon ein gutes vom Budget eben hereinbekommen. Und natürlich bei uns hat jeder 500 Euro in die Kasse nochmal, quasi als Startkapital. Ja, also, und natürlich auch viele Lokale, angefangen von meinem, ja, der Steuerberater von mir, das ist ja wahrscheinlich dann eh wieder selber zahle, aber. Ja. Der weiß schon, der rechnet sich dann selber ab. Voll, nein, also tatsächlich. Das ist schon toll, dass das gerade in Zeiten, wie es jetzt sind, wo halt ja, durch finanzielle oder wirtschaftliche Engpässe ganz einfach trotzdem noch Unternehmen bereit sind, solche Sachen zu unterstützen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch immer wieder, ich finde es vor allem immer dann cool, wenn das Unternehmen sind, die jetzt da gar nicht so ganz direkt was davon haben. Weil dass du jetzt da hergehst und sagst, hey, ich bin, weiß ich nicht, jetzt beim Laufen Salomon und ich unterstütze einen Salomon-Athleten und dadurch verkaufe ich halt mehr Schuhe, wenn der für mein Team läuft, ist ja eine Geschichte. Aber wenn ich jetzt da, keine Ahnung, irgendjemand bin, der aus der näheren Umfeld kommt, weiß ich nicht, nimm eine Bäckerei aus deiner Gegend, die ich unterstützt, weil sie das cool finden, die haben überhaupt nichts davon, ob sie schneller oder langsamer fahrt. Definitiv, und das ist wirklich. Das finde ich dann richtig geil. Stimmt, ja. Also da denke ich an eine Raumausstattungsfirma, die bei uns im Bezirk zwar sehr bekannt ist und dass das super funktioniert, aber der wird wahrscheinlich eher nichts davon haben, weil ich jetzt im Burgenland wieder durch Schnee und Sturm fahre. Genau, also völlig wurscht, ob du nämlich auch auf deine Autos irgendwas draufpicken hast oder nicht, weil es ist halt ein Raumausstatter aus eichem Bezirk und nicht von irgendwo. Ja. Aber das finde ich halt grundsätzlich geil. Ja. Ja, und ich meine, da kommt grundsätzlich, glaube ich, so ein bisschen der Westeuropäer in uns durch, weil wir haben das Gefühl, der muss per se was davon haben. Ich meine, im Endeffekt hat er ja was davon, indem er da einfach hilft und weil er einfach nett ist. Ist ja mit Hans, der in Walter Andi sponsert, ja genau dasselbe. Der macht es einfach, weil er nett ist und weil er einem Typen helfen will, dass er sein Traum leben kann, wie wahrscheinlich auch sein Traum lebt, wenn er das einfach gern tut, was er tut. Das stimmt, also sicher sogar, ja. Und man darf es ja nicht so runterbrechen, natürlich haben sie auch was davon. Also wir schauen auch, dass wir dementsprechend schon auf Social Media eben Beiträge posten, dass wir Medienarbeit und so weiter leisten und machen. Das heißt auch regional, sage ich, das ist so ein bisschen das GIF, was wir zurückgeben können, ja.
Und das finde ich auch einerseits das Spannende an dem Ding, anderes an dem Ultra-Fahrradfahren, andererseits auch irgendwie das, was es dann so ein bisschen unnahbar macht, weil halt, damit du da teilnehmen kannst, brauchst du halt wirklich einen hohen fünfstelligen Betrag, also einen niedrigen fünfstelligen Betrag in dem Fall, und halt eine richtige Crew. Und das ist halt dann schwierig jetzt für autonomen Mensch, sich das irgendwie vorzustellen, da auch irgendwie mitzumachen. Nebst davon, dass das sportlich einfach ein Wahnsinnsding ist. Aber das kommt alles in dem dann fast ein bisschen kurz. Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie. Nein, es gibt dann auch dann diese, was der Straps ja jetzt auch macht, wo es dann quasi solo fast und ohne Unterstützung, jetzt fällt mir nicht ein, wie das heißt. Unsupported, genau. Aber das ist ja dann nochmal die Nische in der Nische in der Nische. Ja, definitiv, wobei, ja. Wenn ich jetzt da sage, ich bin eigentlich ein ganz guter Radlfahrer oder ich fahre gern lang Radl aus irgendwelchen Gründen, ich würde gern da sowas mitmachen. Was machst du dann? Weil du bist ja gefragt worden, aber wie komme ich dazu eigentlich? Schreibe dann irgendwen an und sage, hey, wenn bei euch wer ausfällt, nehmt's mich. Ich bin frei. Unter Bewerbung in das Sportstreicher Racing Team. Achso, fürs Fahrerteam. Nein, das ist das Fahrerteam auch. Also das Amateurteam, so wie Rapid 2 oder so. Nein, also es ist tatsächlich so, es gibt tatsächlich eine Fahrerbörse auf der Website vom Race Around Austria, wo man sich eben bewerben kann. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil, wie ich eingangs auch erwähnt habe, es müssen gerade einfach die Menschen zusammenpassen. Wir sind ja, und das hat mir ja auch sehr gefreut, wie der Pep das gesagt hat, wir sind nicht nur Radlfahrer, die halt gemeinsam das machen, sondern wir sind Freunde. Mhm. Und da kann passieren, was will, der eine haut sich für den anderen ein. Und das ist sicher ein ganz wichtiges Erfolgsrezept bei dem Ganzen. Weil kaufen, unter Anführungszeichen, kann ich mir jeden. Wenn ich sage zu einem Ex-Radl-Profi, hey, geh weiter, komm, du willst nicht mitfahren, du kriegst den und den Gage, wir wollen das Ding gewinnen, ja, nichts Leichteres als das, ja. Aber das ist halt, das ist nicht unsere Herangehensweise, ja. Und diese Drogen sind so teuer. Voll. Puh. Ja, Drogen? Also wenn du da ehemalige Tour de France-Fahrer kaufen willst, ich hab gehört, Da musst du aber richtig investieren in das Equipment. Das ist also richtig. Nicht ins Radl. Und da muss der Steuerberater richtig gut arbeiten, damit er die Drogen zahlt. Das ist alles nicht so einfach. Das kann ich auch nicht empfehlen. Brauchst du eine Dialysestation wie der Falco? Genau. Nein, aber es ist, wenn jetzt wirklich jemand jetzt vielleicht aufgrund von dem Podcast den sagt, hey, das war cool, was möchte ich machen? Ich habe die sportlichen Ambitionen und die Fitness, glaube ich, dass ich mitbringe, ganz einfach, ganz salopp die Teams anschreiben, die vielleicht in der Umgebung mitfahren oder logischerweise auch uns. Ja. Das heißt, du würdest auch irgendwann, wenn du sagst, na, wir sind jetzt da zwar voll, aber hey, ich habe gehört, weil in der Szene kenne ich mich ein bisschen aus, ich kann die weiter vermitteln. Ja, es gibt ja viele Leute, die jetzt an mich herantreten sind, beispielsweise, bevor wir jetzt gesagt haben, wir fahren jetzt mit einem Viererteam, ob ich nicht mit einer irgendwo im Team mitfahren möchte oder im Zweierteam oder irgend sowas machen möchte. Also, es gibt schon doch ein paar Verrückte, die sowas gern machen und teilweise ganz einfach das nicht machen können, weil sie ja, das Team vielleicht nicht im Hintergrund haben. Ja. Das heißt, an dieser Stelle entweder Fahrradbörse, melden oder wir verlinken natürlich deine Kanäle auch direkt im Zweifelsfall an uns wenden, kennt ihr euch natürlich auch gerne, wir verlinken euch dann auch weiter, aber wir können euch halt beim Radlfahren nicht helfen, anschieben können wir euch am Anfang, aber damit ihr wirklich mitfahren könnt, können wir gerne euch den Kontakt zum Dom geben, der euch vielleicht oder an sinnvollere Menschen weitergibt. Ich stelle mir gerade vor, wie du den Glockner runter dann anschiebst, das fände ich irgendwie lustig. Also das bring mich hin, mache das Video, ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. Ich bleib dabei. Ja. Flo, Fragen, Wünsche? Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Tom? Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz ergänzen zum Thema Material Girl. Also es ist ja darum gegangen vorher, dass
dass es um Kohle geht, dass man die tanzen sieht in irgendeinem Kostüm. Und weil ich das ganz einfach so lässig finde, würde ich ganz einfach vorschlagen, du machst es und dafür stelle ich euch zwei Badel Laufschuhe zur Verfügung, die ihr dann verlosen könnt über einen Podcast. Ja, das finde ich gut. Später? Das war mir völlig klar, dass du das gut findest. Ja, du sicher finde ich es gut. Aber die Frage ist jetzt, wenn du da schon so generös bist, darfst du auch das Kostüm, also ich meine, wir müssen den Peter jetzt nicht ganz bloß stellen, aber so ein bisschen Richtung, kannst du ihm schon einen Kostüm-Tipp geben, oder? Ich glaube, da sogar lustiger, ne, vielleicht lustiger finden, dass man die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht das entscheiden lässt und die sollen ganz einfach in Stories das ganz einfach reinschreiben oder euch schreiben per Direct Message und dann wird ganz einfach das veröffentlicht und dann wird abgestimmt. Oh ja, das ist noch besser. Also, warum wir dich nicht als unseren Social Media Beauftragten haben, da ist was. Das ist gut. Er hat im Marketing gearbeitet, Flo. Das hat er vorher schon bewusst zu wissen, dass das ganz bitter wird für mich. Aber das, okay, von mir aus. Ich tanze euch den Krempel. Aber ihr kümmert euch um das komplette Organisatorische. Von Direct Messages beantworten, Abstimmung machen und ist mir völlig wurscht. Ich tanze nur, ich bin nur der Fahrer hier. Ich bin nur der Fahrer. Und der Song ist Material Girl, oder wie? Ja? Ja. Oder dann. Barbie Girl. Nein. Das geht nicht. Ja. Wird schon passen, muss ich mir heute halt vorher nochmal auch. Ich schreibe mir das gleich auf, damit ich ja nicht vergesse. Unbedingt. Instagram macht ja normalerweise der Peter. Da bin ich jetzt nicht ganz so versiert wie der Peter. Aber für diese wunderbare Aktion muss ich mir wahrscheinlich die notwendigen Instagram-Skills zulegen. Was mich da drauf. Und naja, immer die Dance-Skills. Ja, auf jeden Fall. Schreib mir einfach nur auf Material Girl. Oh ja. Passt. Ist gebongt. Ja, ich sage trotzdem jetzt, trotzdem, dass es für mich ganz, ganz bitter wird, sage ich trotzdem schon danke für die coole Aktion und dass du sagst, du gönnst es dann demjenigen oder derjenigen, die mich in die Pfanne haut, so gesehen. Ich meine, geil. Und falls die Abstimmung nicht draußen ist, weil ich es noch nicht hinbekommen habe und ihr hört die Podcast-Folge jetzt schon, schreibt uns einfach bei Instagram und gebt uns einmal ein paar Tipps. Also ihr müsst nicht warten, bis die Abstimmung da ist. Bombardiert uns einfach mit Instagram. Danke. ihr seht mich nicht kopfschütteln, aber ich schüttle ganz heftig. Ich glaube, jeder spürt es gerade. Ich glaube, das ist ein Vibe, den du einfach spürst. Ja. Und mit dieser wundervollen Stimmung, ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Podcast zu beenden und den Peter so offline noch ein bisschen leiden zu lassen. Ich danke dir für die letzten fast 1,5 Stunden und ich freue mich schon auf das Video. Danke. Ja, danke euch. Danke euch. Bis dann. Tschüss.